damit willkommen zurück bei The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir, oder sind wir in die Stadt Edgewater gekommen. Und haben die Nebenmission angenommen, dass wir Geld eintreiben sollen. So. Gehen wir mal hier rein. Nee, hier rein. Ach, das war der hier. What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Go ahead. Über die Seuche. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Was sind die Symptome? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Company policy, friend. We don't have enough medicine for all of us, so we treat the best among us. Nature is monstrous, friend, and this plague is natural selection at work. So. Stimmt, von dem haben wir nichts bekommen. So. Ich habe eine Kantine entdeckt. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Gut, du bist beschäftigt. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Nett von dir, irgendwie. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Okay. Krass. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Na super. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Hieß es nicht in der letzten Folge noch, dass ziemlich gute Waffen wären, da wir Bonis oder sowas draufkriegen? What Eugene did to himself was vandalism. I'm plenty serious.
In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. So, gut, dann haben wir von der schon mal das Geld. Und jetzt habe ich nur noch zwei. Aber einer ist hier hinten. Was bist du denn hier? Ein Händler? Space Destroy automatische Verkaufseinheiten. Aha. Injekt. Ach krass. So ein bisschen an das Institut aus Fallout 4 hier alles. Ne, Clown. Was ist das da hier? Da mal nix. Energieregulator aufnehmen. Also, na, ich muss vielleicht erst das Ding abstellen wahrscheinlich, aber gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann irgendwelche negativen Konsequenzen hat, wenn wir jetzt hier einfach die Energie abstellen und dann diesen Energiekern hier rausnehmen. Deswegen lassen wir das mal. Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Hier. So, und irgendwo hier. Wish we had some better rations. Von dem müssen wir echt. Ach nee, das Arzneimittel gehört ja dem anderen Typen, der nicht mehr lange zu leben hat. So, pass auf. Hier hinten ging es doch auch irgendwie raus, genau.
Das einzig Negative an diesem Spiel für mich ist, da halt die Ausgabe auf Englisch ist, bin ich halt dann bei Dialogen immer damit beschäftigt, mitzulesen, weswegen ich dann immer nicht viel dazu sagen kann. Und dann geht es manchmal so schnell, dass ich selber die Geschichte noch nicht so wirklich verstehe. Aber das kommt vielleicht alles noch. Hey, dude. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. You run into any trouble? Conrad sagt, er kann die Gebühren nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Gut. So, und dann ist da hinten irgendwo was. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem. Wir brauchen die Kohle. Konrad, Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer's Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstück oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne, still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis. Phyllis? Gee. Auftrag bis ins Grab. Nee, klauen tun wir trotzdem nicht. Aber, Kollege. What can I do for you? Wir müssen mal reden hier. You know about Eugene? How? Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I?
Dir bleibt nichts anderes übrig. Yes, ist also. I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and okay. I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Okay. So, jetzt haben wir es ja geschafft, von ihm die Schulden einzutreiben. Auch wenn es eine ziemlich makabre Art und Weise ist, seine Schulden so zu bezahlen. Aber naja. Spektrum-Wodka. Ein Glas für jedes Glas. So, und jetzt müssen wir hier irgendwo lang. Hier kommen wir nicht rein. Das ist der Landeplatz von Edgewater. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Was? Wovon redest du da? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. Sind wir bei Terminator? Mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Tötungsroboter. Forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Das ist er, und er bittet um einen kleinen Beitrag, um den Widerstand mit Anti-Roboter-Spray. I've been gathering up a war chest over the years. No, wir bieten es einfach mal an. Some spaces chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Investment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Du hast erhalten Bitmodul mal 75. They have sent a scout prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Gut. So.
Dann machen wir das jetzt fertig und kümmern uns dann um die Nebenmissionen. Something I can do for you? Yeah. You run into any trouble? Alles erledigt. Hier, zack. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Ruf bei Spacer's Choice. Das zu halten, Bitmodul mal 300. Du hast verloren. Also. Noch irgendwas? Überzeugung benutzt, plus 30 EP. Okay. Dein Ruf bei einer Fraktion hat sich verändert. Wenn die Leute übel genommen sind, aber dein... Oh Gott, toll, viel zu schnell. Nee, das... Finde einen Energieregulator. Genau, das ist das Ding, was ich eigentlich für unten brauche. Hallo. Nicht zurück. Wo ist der... wenn dir Leute übel gesonnen sind, aber dein Ruf nicht weil sichtbar ist, verschwinde für ein paar Tage. Die Leute von haben kein gutes Gedächtnis. Alles klar. Aufträge. So, machen wir das als erstes. Das ist irgendwo da hinten. So. Ich bin immer noch begeistert so von der Welt hier und wie schön das hier alles aussieht. Ach du Scheiße. Nochmal. Was? Das sind die Gegner.
So. Ich will nicht sterben. Ich habe nur noch zwei Dinger davon. So. Geht ja nicht. Noch mehr. So. Charakter. Ich habe 10 Punkte, die ich verteilen kann. Begleiterfähigkeit 1. Du kannst deinen Begleiter befehlen, ihre besonderen Fähigkeiten gegen den von dir anvisierten. Okay. Was? Ich krieg keinen Vorteil? Okay, neutral, überall neutral. Hier drin irgendwas. Alter, wie viel sind denn hier? Drei Gegner noch. Alter, what? Was hat der denn für eine Waffe, Alter? Kein Dings mehr hier.
leichtes Maschinengewehr. Interessant. Oh, what? Jetzt dachte ich erst, ich wäre jetzt gestorben. Und hier noch ein Sturmgewehr. Gut, jetzt habe ich wenigstens erstmal hier 4 Waffen. Okay, das gehört zur leichten Munition. Was? Okay. Sturmgewehr. Leichtes Maschinengewehr. So, 27 von 130 Kilo tragen wir mit uns rum. So. Dann lege ich dich mal ab und dich hole ich dazu. Wir müssen echt schauen, dass wir dann hier... Oh, geil. Können wir schön ein bisschen snipen. So, du hast den Kopf verloren. Finden wir hier noch was? Okay, so. Also in der heutigen Folge haben wir unser Waffenarsenal ein bisschen geupgradet und haben sämtlichste Schulden eingetrieben. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Medizin und einem Roboterwahnsinn. Bleibt auf jeden Fall dabei, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Lucky Shot Rambo sagt Ciao!